Guten Morgen. Ich würde einmal alle bitten, sich hinzusetzen und zur Ruhe zu kommen. So, jetzt stehe ich hier vor dir, das möchte ich natürlich gar nicht. Schönen guten Morgen, schön, dass ihr es alle hierher geschafft habt, auch den Raum gefunden habt, der sich ja ein bisschen abseits vom Rest des Konferenzgeländes befindet. Genau, wir sind heute in der Arena das Grundeinkommen, die Schule als Gasthaus des Lernens und die Zukunft der Tätigkeitsgesellschaft zusammengekommen. Und ich mache einmal ganz kurz einen kleinen Überblick zum Ablauf. Wir haben viele tolle Gäste hier. Herzlich willkommen. Wir haben Stefan Bürgner, den Fraktionsvorsitzenden der FDP im Landtag Niedersachsen. Schön, dass Sie da sind. Und dann haben wir natürlich unsere AdvokatInnen, die ihr alle auch schon einmal kennengelernt habt am Mittwoch. Für das Grundeinkommen sind das Ute Fischer, Professorin für Politik und Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Dortmund, und Ori Mittenmeier, Gewerkschaftsaktivist und Mitbegründer von Liefern am Limit. Vielen lieben Dank, dass ihr hier seid. Für die Schule haben wir da Reinhard Kahl, er ist Journalist, Erziehungswissenschaftler und Autor, und Laura Köppel, Zukunftsgestalterin und Studentin der Nachhaltigkeitswissenschaften und Philosophie. Herzlich willkommen. Wir werden jetzt starten. Das erste Plädoyer wird von der Grundeinkommenswerkstatt kommen und von einer kleinen Diskussion innerhalb unserer Runde hier vorne wird angeschlossen. Danach haben wir die Werkstatt Schule, gleiches Prozedere. Wir hören das Plädoyer, was in der Werkstatt erarbeitet wurde, und hören, was Herr Bürgner und die Anwesenden hier vorne zu sagen haben. Und dann wollen wir die beiden Themen zusammenbringen und überlegen, was hat das Grundeinkommen mit Bildung, mit lebenslangem Lernen zu tun. Und dabei natürlich auch ganz, ganz herzlich alle hier Anwesenden einladen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Genau, ohne großes weiteres Prozedere übergebe ich dann sehr gerne an euch und an dich, und wir können sehr gerne starten. Vielen Dank. Ja, freue mich, dass ihr alle da seid. Freue mich auf eine sehr lebhafte Diskussion, hoffentlich zu zwei extrem wesentlichen Themen, die uns in Zukunft noch lange beschäftigen werden und hoffentlich gut beschäftigen werden und nicht überwiegend als Ärgernisse beschäftigen werden, gerade bei der Schule. Beim Grundeinkommen mit einer Idee, von der wir vielleicht davon ausgehen können, dass die Gesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr heftig über sie debattieren wird, dass es dann sehr gut ist, schon mal seine Gedanken dazu geordnet zu haben. Und dann möchte ich eigentlich schon anfangen und zum Grundeinkommen Ute Fischer bitten, ein Plädoyer, ein flammendes, dafür zu halten und zu sagen, was in den Werkstätten dazu Kluges erarbeitet worden ist. Vielen Dank. Ja, ich dachte, da stelle ich mich auch direkt zu hin, zu einem flammenden Plädoyer. Wir wissen es ja, das Grundeinkommen geht nicht. Es ist zu teuer, es ist zu unspezifisch, es unterminiert den Leistungsgedanken und ist ungerecht. Aber stopp mal, wenn wir genauer hingucken, dann ist das bedingungslose Grundeinkommen eine Zahlung jeden Monat an uns alle, von klein bis groß, für alle Leute, die einen Wohnsitz in Deutschland haben, ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne Gegenleistung, individuell und hoch genug, dass wir in unserem Leben Entscheidungen treffen können, uns zu entfalten, mit oder ohne Erwerbsarbeit. Boah. Damit schützt es vor Armut. Wir haben dann keine Kinderarmut und keine Altersarmut mehr. Das ist schon mal ein Pfund. Es setzt aber auch Potenziale frei. Es stiftet Sicherheit und macht den Mut, zum Beispiel Nein zu sagen zu Arbeits- und Lebensverhältnissen, die uns nicht gut tun. Es macht auch den Mut, eigene Pläne umzusetzen. Und deshalb ist es auch Teil des Parteiprogramms der FDP im Jahr 2025. Es stiftet Zeit für Fürsorge, für Bildung, für lebenslanges Lernen, für Engagement, für politische Teilhabe, für Start-ups, vielleicht für die Eigenproduktion von Gütern, vielleicht für eine andere Art von Konsum, fürs Reparieren statt Kaufen. Außerdem stiftet es Anerkennung,
des Bürgers und der Bürgerin als Zweck an sich. Der Staat gibt einen Vertrauensvorschuss durch die Auszahlung dieses Betrages und weil der Staat mir vertraut, vertraue ich dem Staat. So die Idee. Es stärkt damit den sozialen Zusammenhalt, es fördert Solidarität. Puh, stimmt das? Sind wir nicht eigentlich neidisch auf den Nachbarn, der nichts macht, kein Finger krümmt und wir rackern uns ab? Also, wir denken, Leistung muss sich lohnen. Wer viel leistet, muss mehr haben. Keine Leistung des Staates ohne eine Gegenleistung ist unsere Grundidee eigentlich. Wir denken dabei, wir wüssten, was Leistung ist. Arbeitsleistung nämlich. Und ja, sie ist wertvoll. Durch die Leistung, die Arbeitsleistung unserer Vorgängergeneration und der jetzigen Erwerbstätigen haben wir den Wohlstand produziert, den wir tatsächlich verteilen können, den wir konsumieren und genießen können. Ja, Leistung ist wichtig. Aber die wahre Leistung ist vielfältiger. Sie umfasst mehr als Arbeitsleistung. Sie ist zum Beispiel die Erziehung von Kindern, umfasst die Pflege von Angehörigen, also Sorge für die Familie. Sie umfasst außerdem das Ehrenamt, politisches oder soziales Engagement, also Sorge für das Gemeinwesen. Ein Lob auf diese Leistung in dieser Vielfalt. Aber wir müssen sie uns leisten können. Wir brauchen dafür Geld, nämlich das Grundeinkommen, und wir brauchen dafür die Zeit, die uns das Grundeinkommen gewährt. Wir denken, wir wüssten, was Solidarität ist und was Gerechtigkeit heißt. Wie du mir, so ich dir. Aber die Gerechtigkeitsidee des Grundeinkommens lautet anders. Sie heißt, für alle ist gesorgt und wir alle haben die Gelegenheit, unsere Potenziale freizusetzen und zu verwirklichen. Damit stärken wir das Ganze. Ist das nicht zu optimistisch gedacht? So ein bisschen naiv, so Elfenbeinturm? Was könnte passieren? Vor was haben wir eigentlich Angst, wenn wir an eine große Umwälzung denken, wie das Grundeinkommen vielleicht bedeuten könnte? Finden Unternehmer genug Arbeitskräfte, ist eine Sorge. Finden wir noch genug Leute, die die Dienstleistungen erbringen, die wir konsumieren wollen? Also, habe ich Brötchen am Morgen, weil es jemanden gibt, der nachts um 3 die Bäckerei aufmacht? Schneidet mir noch jemand die Haare? Wer fährt Busse und Bahnen? Wer pflegt Oma? Bricht also die Wertschöpfung zusammen, die Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die wir ja brauchen, um das Grundeinkommen auszahlen zu können? Ja, und vielleicht wird es eine Weile chaotisch sein. Vielleicht gibt es Unsicherheiten im Übergang, wenn wir versuchen, diesen Schritt zu gehen. Vielleicht ist es aber so etwas wie eine schöpferische Unruhe, die Mut macht, weil wir merken, boah, wir müssen anpacken, sonst funktioniert das hier nicht. Also wir sind plötzlich wichtig, jeder Einzelne von uns, weil es ohne uns nicht geht. Also, wir alle, warum soll es denn nicht klappen? Wir alle brauchen Sinn im Leben. Wir wollen Teil von etwas Großem sein. Wir wollen uns nützlich machen. Wir wollen dazugehören. Und das Grundeinkommen vervielfältigt genau die Möglichkeiten, Sinn zu finden, indem wir es nicht nur auf den Beruf denken, sondern auch die anderen notwendigen Tätigkeiten, die Gesellschaften brauchen, ermöglicht. Das ist die Freiheit, Freiheitsidee des Grundeinkommens. Nicht jeder guckt auf sich, sondern wir erkennen damit an, dass wir füreinander da sind, voneinander abhängig sind. Niemand von uns ist auf die Welt gekommen aus eigenen Anstrengungen. Da waren zwei Leute, die sich verbunden haben, damit wir hier sein können. Es fängt von Anfang an sozial an, im Miteinander abhängig sein. Freiheit in Abhängigkeit. Das ist meine Definition, unser Angebot an unsere Vorstellung von Autonomie. Autonomie heißt nicht isoliertes Dasein des Einzelnen, sondern sich zu verwirklichen in Bezug auf andere und das als schöpferischen Ausdruck leben zu können. Also, das Grundeinkommen ist machbar, schrittweise einführbar, darüber können wir diskutieren. Es ist finanzierbar, darüber hatten wir in der Werkstatt gesprochen. Es ist fair. Es bringt für viele Individuen wirkliche Chancen. Wir haben in der Werkstatt ein Haus gebaut, in dem einzelne Personen eingezogen sind unter Bedingungen des Grundeinkommens. Da war zum Beispiel der Handwerker, der kaputte Knie hatte und eine kaputte Hüfte und nicht mehr seinen Beruf nachgehen konnte. Der konnte sich neu orientieren. Da war der Mensch mit Beeinträchtigung, der endlich raus war aus dem Maßstab, ich bin nicht produktiv genug, um anerkannt zu werden.
Da war die Zweier-WG von Studierenden, wo die eine ihr Leben überhaupt nicht ändern wollte mit dem Grundeinkommen, weil sie genau damit zufrieden war, was sie tat. Und die andere Person, die sagte, boah, erstmal Luft holen. Da war die Familie mit zwei Kindern und zwei Erwachsenen, die Vollzeit arbeiten mussten und kaum Zeit füreinander hatten und die jetzt entscheiden konnten, wir haben geile Jobs, aber weniger Arbeit wäre ganz gut. Und so weiter und so weiter. Wir können es uns vorstellen, was es für den Einzelnen bedeutet. Also das Grundeinkommen ist fair in genau diesem Sinne, uns die Möglichkeiten zu geben. Es ist fantastisch, weil es den Boden bereitet, um genau die Utopien, die hier diskutiert worden sind, 3 Tage lang umzusetzen. Als sicherer Boden, auf dem wir Neues wagen können. Und um es kurz zu sagen, es ist fantastisch. Danke. Also ich muss schon sagen, dass das für mich schon eine ungewöhnliche Positionierung ist, als Studi jetzt plötzlich hier irgendwie vor Ihnen sprechen zu müssen. Wir haben ja gerade ein sehr schönes Plädoyer von der Ute mitbekommen, wo ich im größten Teil auch zustimmen kann. Ich bin Gewerkschafter, wurde ich auch erfolgreich ein bisschen geoutet schon vor ein paar Tagen. Und da gab es auch immer wieder die Rückfrage, was machst du als Gewerkschafter eigentlich hier? Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen und Gewerkschaften, ist das nicht eigentlich irgendwie ein konträres Thema? Ist das nicht ein Konfliktfeld? Und klar, es ist ein Konfliktfeld. Und ich habe auch festgestellt, dass ich in den letzten paar Tagen auch ein bisschen im Konflikt mit mir selber war, unter anderem aufgrund meiner eigenen Biografie. Finde ich das bedingungslose Grundeinkommen durchaus ziemlich sexy, einfach mit dem Gedanken, ich habe lange im Niedriglohnsektor gearbeitet, habe dann meinen Bildungsaufstieg dann ein bisschen durch BAföG irgendwie finanzieren können, aber dann abends die Schule besuchen müssen und das BAföG aber erst auch nach 2 Jahren Vollzeitarbeit halt. Ne? Also da muss man sich vorstellen, ich habe von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr Abend Essen ausgeliefert, dann um 18.30 Uhr ne, mein Abitur irgendwie versucht nachzuholen, dann bis 2 Uhr, 3 Uhr Nacht dann Hausaufgaben gemacht, um dann 6-7 Stunden später wieder zu arbeiten. Das auf Repeat every day für 2 Jahre. Insofern, wenn ich das im Blick habe, dann kann ich aus persönlicher Betroffenheit sagen, ja, sexy für mich, hätte ich schon Bock drauf. Gleichzeitig sehe ich aber auch die Gefahren als Gewerkschafter, was das bedeuten kann, das bedingungslose Grundeinkommen. Zum einen ist mir in meiner politischen Arbeit immer sehr oft aufgefallen, dass wir in Deutschland immer wieder von Gleichberechtigung sprechen, alle sind gleichgesetzt, alle können irgendwie mit teilnehmen. Aber das ist ein Umstand, den haben wir doch jetzt schon gar nicht. Also wir haben ja jetzt schon mindestens 10 Millionen Ausländer in Deutschland, die ja ausgeschlossen sind von der deutschen Staatsbürgerschaft. So, und wenn wir jetzt schon so ein rassistisches System haben, wo so viele Menschen nicht mitpartizipieren können in Deutschland, stellt sich dann mir natürlich die Frage, inwiefern können wir das denn durchsetzen, das bedingungslose Grundeinkommen, dass wir diese ganzen Menschen, die ja schon mindestens seit den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind, um dann ja das Wirtschaftswunder zu ermöglichen und aufzubauen, dass die dann ja letztlich ausgebeutet worden sind, wie wir das ermöglichen können, dass sie dann nicht zurückgelassen werden. Und insofern bin ich auch sehr dankbar dafür gewesen, dass die Ute dann auch in den letzten paar Tagen sehr umfangreich und sehr intensiv da mit uns allen auch so diskutiert hat und ich dann auch noch mal ein paar neue Einblicke bekommen habe. Und trotzdem bin ich, muss ich ehrlich sagen, mit einer leichten Hoffnung, aber auch mit einer leichten Skepsis jetzt aus dieser Werkstatt rausgegangen, aus mehreren Gründen. Sie erinnern sich vielleicht, ich habe eine Umfrage gestartet, an die ich gefragt habe, wie viele von uns eigentlich studieren. Und dann hat ja gefühlt eigentlich alle die Hand gehoben. Und es hat mir gezeigt, für so ein wichtiges gesellschaftliches Thema sind wir in einem sehr privilegierten Umfeld. Und das zeigt, dass wir immer noch irgendwie Möglichkeiten finden müssen, das auch an die arbeitenden Menschen heranzutragen. Also, dass wir abstrakte Konzepte runterbrechen müssen, dass wir es hinkriegen müssen, dass der Betriebsrat, dass die Arbeiterinnen, die dann jeden Tag hart arbeiten, sich mit dieser Idee auch auseinandersetzen können, dass sie das Gefühl haben, dass sie abgeholt werden. Und man muss dann aber auch ehrlicherweise sagen, dass wir dann zumindest in der akademischen Welt gerne so Begriffe wie Intersektionalität dann halt auch rumwerfen, aber dann die Intersektionalität auch nicht wirklich bis zu Ende denken. Also wirklich denken, was bedeutet das für diejenigen, die abgehängt worden sind in unserer Gesellschaft? Was bedeutet das für schwerbehinderten Menschen, die in Behindertenwerkstätten unterwegs sind? Die werden vom Mindestlohn ausgeschlossen. Also wie gehen wir da mit dem bedingungslosen Grundeinkommen halt dran? Das sind so Herausforderungen, die müssen wir uns einfach stellen. Und da müssen wir dann auch mit Menschen reden, die vielleicht auch nicht sehr
geschliffen und sehr akademisch sprechen können, sondern halt auch wirklich mit deren Sprachen, mit deren Codes dann auch kommunizieren, weil so können wir langfristig dann auch vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen und damit ja auch Solidarität durchsetzen. Das vielleicht so als die kurzen 2 Minuten. Dankeschön. Ja, danke Ute, danke Uri. Jetzt werden wir mal schauen, ob in den künftigen, jetzt verstreichenden Minuten die Hoffnung oder der Zweifel zunimmt. Ich freue mich, Stefan, dich dazu jetzt befragen zu dürfen. Winzige Einleitung dazu. Freiheit ist das zentrale Thema des Liberalismus. Der Liberalismus hat in seiner Geschichte viel dafür getan, Freiheitsrechte zu erkämpfen. Freiheit ist ein zentraler Begriff. Und nachdem die Menschen eine ganze Reihe überwiegend theoretischer Freiheiten bekommen haben, geht es ja darum, dass all diese Freiheiten, die wir haben, zum Beispiel, dass wir theoretisch leben dürfen, wo wir wollen, dass wir theoretisch verschont werden von jeglicher Form von Drangsalierung und so weiter, diesen letzten Schritt zur Befreiung zu tun und den Menschen dort, wo wir es können, die materiellen Grundlagen zu sichern, um Freiheit, soweit es geht, ausleben zu können. Diese Argumentation stammt von Ralph Dahrendorf, ja, dem größten Liberalen des 20. Jahrhunderts, den ich kenne. Vielleicht kennst du einen größeren. Und die österreichischen Liberalen, die Neos, haben das Konzept des Grundeinkommens in ihr Parteiprogramm übernommen, aus der Logik heraus, das ist der nächste Schritt, den der Liberalismus gehen muss. Die deutschen Liberalen haben es noch nicht getan. Warum nicht? Hallo erstmal zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Also ich will das gerne darauf antworten. Mein Verständnis dieser Veranstaltung ist, dass ich sozusagen Einschätzungen gebe dazu, wie Utopien eigentlich in reale Politik umgesetzt werden. Wir können gerne parteipolitische Veranstaltungen und Diskussionen daraus machen, aber vielleicht können wir verschiedene Aspekte zusammenführen. Vielleicht ein paar Anmerkungen. Was in der Vorstellung auch und in dem Plädoyer nicht betrachtet wurde, ist, dass das Ganze finanziert werden muss. Da kam nur so eine kurze Bemerkung, wir waren uns einig, das geht. Kommen wir jetzt. Einverstanden. Das scheint mir aber noch etwas dünn zu sein. Und das ist ja eine andere Perspektive auch auf die Freiheit. Und ich will mich eigentlich gar nicht so sehr als Kontrapunkt hier verstehen oder als Punkt, an dem man sich abarbeitet, sondern man muss ja auch in den Blick nehmen, dass das auf einer von anderen oder es muss finanziert werden, also in der Gesellschaft finanziert werden. Das wiederum hat mit Eingriffen in Vermögenswerte von anderen zu tun, durch Steuer, durch wie auch immer, durch Erhebung. Das sind ja auch Eingriffe, die gerechtfertigt werden müssen. Also habe ich insofern auf der anderen Seite auch einen Freiheitseingriff, den ich in die Betrachtung mit nehmen muss. Und ich kann nicht nur sozusagen auf der einen Seite die Freiheitsgewinne, die dadurch, und da würde ich jetzt auch gar nicht widersprechen wollen, die auf der anderen Seite da sind. Und dies muss man in eine Abwägung ja miteinander bringen und irgendwie muss man sich entscheiden. Und da stellt sich dann halt am Ende schon auch die Frage des Verständnisses, es wurde gesagt, das sei fair, sei solidarisch. Ein anderer Blick darauf ist, vielleicht ist es nicht solidarisch, wenn es bedingungslos ist. Weil ich ja sozusagen etwas von der Gesellschaft einfordere, ohne dass das an eine individuelle Leistung mit verknüpft ist. Ne? Also es ist ja sozusagen gerade das. Und in dem Vortrag, muss ich sagen, sind dann viele Punkte gekommen, die da mit reingemischt wurden, die gerade für mich ein Indiz sind, dass es zum Teil eben vielleicht gar nicht so bedingungslos gedacht ist, wie es gesagt wird. Also die Frage, die pflegenden Angehörigen, da ist eine Leistung. Das ist für mich, also ne, das ist sozusagen was, worüber man reden muss. Wie wird diese Situation dieser Menschen verbessert? Kindererziehung ist eine Leistung, ist eine gesellschaftliche Leistung. Also da gibt es gewisse Punkte, wo man anknüpfen kann, wo ich sagen würde, dann sind wir gar nicht mehr in der Bedingungslosigkeit. Deshalb ist dies sind sozusagen Leistungen, die man sehr wohl mit in den Blick nehmen kann.
So, also aus dieser Perspektive heraus, dass es eben auch mit Eingriffen in, gegenüber anderen, also auch Freiheitseingriffen verbunden ist, stellt sich eben schon die Frage, ist es eben nicht so selbstverständlich, einfach zu sagen, das geht alles so, sondern es muss finanziert werden. Da sind wir eben der Auffassung, dass der Staat sich da gegenüber denjenigen, bei denen die Vermögenswerte abgeschöpft werden sollen, zurückhaltend zeigen muss. Und das muss sozusagen besondererweise gerechtfertigt sein. Und die Rechtfertigung ist natürlich, weil das war der erste Eingangspunkt ja des Statements, oder habe ich mit als ein tragendes Element verbunden, ein Leben in Armut darf nicht sein. Sofort dabei. Deshalb führen wir jetzt ja auch eine Debatte in der Koalition in Berlin über die Reform der Grundsicherung, Stichwort Bürgergeld. Auch das liberale Bürgergeld, was wir sozusagen in der Tradition ja haben, als negative Einkommensteuer ausgeprägt, ist ja gar nicht so weit weg von der Grundeinkommensidee. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie ich glaube, die Differenzen sind manchmal gar nicht so groß, wie es immer scheint in der Debatte. Nur dass wir es nicht bedingungslos sozusagen völlig bedingungslos haben. Und da geht es eben genau darum, sozusagen also entbürokratisieren, die Kontrollen zu minimieren, mehr Zuverdienste zu ermöglichen. Also Menschen, die sich sozusagen so hinzuverdienen, dass der Staat nicht kommt und das abgreift, sondern Anreize zu schaffen, durch die eigene Tätigkeit auch hinzuzuverdienen zu dem, was der Staat ohnehin dann gibt. Ne? Also dass es nicht verrechnet wird und quasi die Anreize nicht da sind. In diese Richtung entwickelt sich das jetzt ab Januar ja voraussichtlich, also wenn wir denn da jetzt die Einigung hinkriegen. Und das ist ausdrücklich richtig. Das ist ausdrücklich Programmatik auch der Freien Demokraten in Deutschland. Aber den Schritt zur Bedingungslosigkeit, der geht meines Erachtens auch zu weit und verstehe ich auch nicht als zwingende Voraussetzung, um Freiheit zu realisieren, weil der Staat, glaube ich, dann die Aufgabe hat und die Gesellschaft, dort, wo Lebensumstände, Lebensbedingungen sind, die nicht es in die Menschen daran hindern, eigenverantwortlich sozusagen das sich selbst zu finanzieren und zu unterhalten, dass da muss natürlich der Staat die Möglichkeiten schaffen und er muss nicht nur eine Grundfinanzierung sichern, sondern er muss auch Perspektiven schaffen. So. Und dass man da dauerhaft dann auch rauskommt, nicht dauerhaft Alimentationsempfänger ist. So, das ist sozusagen die Welt, in der ich denke, in der wir leben. Ich weiß, dass du willst, das ist sozusagen die eine Anmerkung. Die zweite Anmerkung ist Umsetzbarkeit aus einem sozusagen aus einer praktisch politischen Erfahrung. Also es ist vielleicht jetzt durch die momentanen Eindrücke geprägt. Im Moment bin ich gespannt, wie die Finanzierungsmodelle sind. Im Moment kommen die Staatsfinanzen angesichts der Krisen, die wir haben, an absolute Grenzen. Wir werden uns von ganz vielem vermutlich verabschieden müssen. Selbst wenn man, ich will da die Debatte brauchen wir gar nicht zu führen, selbst wenn man die Ausnahme von der Schuldenbremse hat, ja, wird es an Grenzen kommen, weil die Folgen, die jetzt durch die Energiepreisentwicklung, allgemeine Preisentwicklung da sind, sind so dramatisch, da werden uns, das geht in 2- bis 3-stellige Milliardenbereiche hinein, sodass die Spielräume für solche Sachen, würde ich sagen, mindestens kurzfristig, sehe ich nicht. Ja, wenn wir die Bürgergeldreform hinkriegen, einverstanden, haben wir etwas Gutes geschafft, aber dass darüber hinaus in absehbarer Zeit dafür angesichts der Bedrohungslage und der Gesamtlage Finanzmittel in nennenswertem Umfang vorhanden sind, vermag ich mir im Moment schwer vorzustellen. Ich lasse mich gerne eines anderen überzeugen, ja, also wenn da irgendwie was ist. Aber deshalb Utopie und Realität, ich glaube, der Weg ist noch relativ lang. Ich will nur zwei ganz kurze Bemerkungen machen und dann die Diskussion öffnen. Die erste Bemerkung ist, Grundrechte sind nicht an Leistung gebunden. Und wenn der Dahrendorffsche Konzept darin besteht, das bedingungslose Grundeinkommen zu einem Grundrecht zu machen, braucht man dafür keinen Leistungsausweis. Das heißt also, mein Wahlrecht ist nicht abhängig davon, dass ich irgendwo 10 Jahre gearbeitet habe oder irgendwas in Kassen eingezahlt habe. Die werden sozusagen völlig leistungsunabhängig garantiert. Das ist auch der liberale Gedanke des Grundeinkommens. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was mich so ein bisschen überrascht hat, du kamst als Erstes mit der Finanzierung, hast auch nachher lange darüber gesprochen. Müsste der Denkweg nicht andersrum sein? Also müsste ich nicht als Erstes überlegen, ist das überhaupt eine gute Idee? Ja? Und wenn ich dann entschieden habe, es ist eine gute Idee, dann denke ich über die Finanzierung nach. Weil das Interessante an der Diskussion, und ich kenne ja schon ein bisschen länger, ist immer, die dagegen sind, fangen mit der Finanzierung an.
Aber eigentlich ist ja das Interessante, das mich interessiert hätte aus liberaler Perspektive, ob man, wenn man das durchdenkt, als Liberaler dafür ist. Und dann kann man ja immer noch zu dem Ergebnis kommen, ich bin eigentlich total dafür, halte es aber nicht für finanzierbar. Ja? Also dieser Gedankenschritt könnte ja sein. Ne? Deswegen wundere ich mich über die Reihenfolge. Ja, da muss man sich gar nicht wundern, weil... also man kann sich wundern, man muss sich nicht wundern. Ja? Also ist unbenommen, alles gut. Denn wenn in einem Plädoyer sozusagen die zweite Seite überhaupt nicht erwähnt wird, sozusagen, und viele Vorteile genannt werden, die ich nicht alle teile, teilweise ja, teilweise nein, dann ist es, glaube ich, schon ein Punkt, auch in einer Debatte mal auf die zweite Seite hinzuweisen und dies nicht sozusagen aus meiner Sicht misszuverstehen als Punkt, dir fällt nichts Besseres ein als die Frage der Finanzierung, Finanzierungsfrage. Ich habe sehr wohl auch was zu den zu der grundsätzlichen Haltung gesagt, weil nämlich die Frage ist, die Frage ist, an welchem Punkt redet man vom bedingungslosen und nicht bedingungslosen Grundeinkommen? Weil es besteht doch Einigkeit darüber in der gesellschaftlichen und parteipolitischen Debatte, dass es einer Grundsicherung bedarf. Das ist doch völlig unstreitig. Ja, und die haben wir auch. Ja, und dann ist die Frage, welche Erwartungen hat man sozusagen an den Grundsicherungsempfänger? Also welche Voraussetzungen muss der erfüllen? Und klar ist, es muss Armut abgewendet werden. Einverstanden. Ist selbstverständlich, aber war ein Punkt sozusagen fürs Grundeinkommen. Der zweite Punkt, den ich gehört habe, ist Erziehungsleistung, Pflegeleistung, habe ich was zu gesagt. Darüber müssen wir reden, das finde ich angemessen und richtig. Deshalb habe ich gar nichts gegen den Punkt, wenn man, ob man das Grundeinkommen nennt, im Rahmen der Grundsicherung, ist mir relativ egal, ja, dass da sozusagen das ist, das ermöglicht wird und da auch eine finanzielle, sich das finanziell auch abbildet, um das zu ermöglichen, ja. So, die Frage ist halt, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo eben dann keine Leistungen dastehen, ist die Frage, ne? Was ist sozusagen die Leistung? Ich glaube, da kann man dann auch nochmal sich drüber enthalten. Und da, an dem Punkt habe ich Zweifel, weil ich eben dann, und das war das Argument, das habe ich versucht deutlich zu machen, es eben, und deshalb hängt das mit der Finanzierung zusammen, geht es nicht um die Frage der Menge des Geldes in erster Linie, sondern es müssen ja andere Menschen bezahlen. Aus ihrem Vermögen. So, das war das Argument sozusagen. Das heißt, und da komme ich in diese Abwägungsentscheidung und da ist ja die Frage, kann ich diesen Eingriff rechtfertigen in das Vermögen anderer, um anderen etwas bedingungslos zu geben? Und das ist eine Gerechtigkeitsfrage, eine Fairnessfrage und da habe ich eine andere Bewertung. Da würde ich sagen, da habe ich Zweifel, glaube ich eher nein. Ja, so, und das ist der Punkt, weshalb ich sage, deshalb tue ich mir so schwer bei der Debatte, also ist ja auch sozusagen, das ist ja jetzt hier ähnlich eingeleitet worden, ja, dafür und die FDP ist irgendwie dagegen, ne? Ist ja okay, also ich kann damit erleben, ne? Nur es ist sehr, sehr viel differenzierter zu sehen, ne? Wir reden über Armut, wir reden über Pflege, wir reden über alle möglichen Themen, die damit zusammenhängen, und bis zu einem bestimmten Punkt, glaube ich, haben wir gar keine großen Differenzen, aber ab einem Punkt, den ich versucht habe, eben nochmal abstrakt zu definieren, hat man die sehr wohl. Und über den Punkt springe ich halt noch nicht, aber ich lasse mich halt, bin ja hier, um nicht um in eine Verteidigung, sondern ich lasse mich auch gerne mit Argumenten befruchten. Ja, also ich finde das ganz schön, wenn man streitet, weil das dann ja die Argumente klarer macht, aber natürlich geht es nie um persönliche Angriffe. Und ich wundere mich so ein bisschen, also der liberale Gedanke ist uns ja allen klar. Es geht eben tatsächlich um die Entfesselung der Freiheit in der individuellen Tatkraft. Und da wundert mich manchmal dieses Misstrauen. Sie sprachen von Alimentierung, ne? Das hat... Bitte? Ach so. Sie sprachen von der, ich bleib mal kurz beim Sie, von der Alimentierung und darin steckt die Rechtfertigungsnotwendigkeit. Das ist etwas, das ich aus dem bürgerschaftlichen Gedanken nicht teilen muss. Und dieses Misstrauen verlängern wir dadurch, wenn wir Sozialgesetze haben, wo man sich erst als würdig erweisen muss, eine staatliche Leistung zu bekommen. Darin unterscheiden wir uns fundamental. Ja? Und warum ich optimistisch bin, dass gerade das Freilassen aus der Kontrollierbarkeit der Gegenleistung gut wäre, ist, dass die Argumentation über den Lebenssinn. Wir sind darauf angewiesen, sinnhafte Erfahrungen zu machen. Das ist so wichtig wie das tägliche Brot und die Luft zum Atmen tatsächlich. Und das führt dazu, dass ein jeder sich auf seine Art und Weise einbringen wird. Das müssen wir nicht kontrollieren. Und je mehr wir kontrollieren, desto mehr Bürokratie haben wir. Da renne ich bei der FDP regelmäßig offene Tore.
Tore ein, wenn wir sagen, weniger Bürokratie nutzt uns allen. Da gibt es wahnsinnige Einsparpotenziale. Und deswegen ist für mich der Weg über das Vertrauen, was eben diese Tatkraft besser eröffnen würde. Und das Argument mit der Gerechtigkeit ist auch bekannt. Natürlich ist es ein Eingriff in die freie Entscheidung des Einzelnen, wenn ich ihm Steuern oder Abgaben entnehme. Aber interessant ist ja, dass wir das nicht fragen bei Personen, die sich den Mehrwert der Arbeitskraft aneignen. Also da könnte man ja auch fragen, mit welcher Berechtigung passiert das eigentlich, wenn Mehrwertraten abgeschöpft werden? Im Arbeitsprozess. Ne? Also wenn wir dann auf die Gegenseitigkeit gucken wollen, dann müsste man eben auch die ganze Palette nehmen von Personen, die aus welchen Gründen und Quellen auch immer das Geld anderer in die eigene Tasche stecken. Das ist so das eine. Was wollte ich? Also die Finanzierbarkeit. Ja, genau. Die Finanzierbarkeit ist interessant eingeführt von Ihnen. Natürlich ist uns klar, dass wir 2,5 Jahre von extremen Krisen hinter uns haben. Aber wenn wir zurückspulen, sagen wir mal 3 Jahre zurückspulen, dann finden wir eine politische Haltung vor, die nicht bereit war, heilige Kühe zu schlachten, nämlich die schwarze Null oder die Idee, der Staat müsste stärker investieren in Dinge. Ne, die Krisen haben das jetzt möglich gemacht. Also Krise als Chance in dem Sinne, auch wenn es makaber klingt, aber politisch gedacht, hat uns die Krise vor Augen geführt, ob es die Pandemie ist, die Überflutung bei uns in NRW im letzten Sommer, jetzt der Krieg, die Gaspreise, Inflationsgefahr und so weiter, hat uns vor Augen geführt, wozu der Staat in der Lage ist, wenn es denn Gründe gibt, diese heiligen Kühe zu schlachten. Und dann würde ich andersrum argumentieren. Guck mal, das Grundeinkommen hätte uns so vieles erleichtert. Es hätte diesen Flickenteppich von Übergangsgeld 1, 2, 3 und 4 unnötig werden lassen. Die Sorgen von Selbstständigen, von Künstlerinnen und Künstlern und den Berufen, die anfangs übersehen worden waren, in der Not. Ich verstehe ja, dass die Regierung einen wahnsinnigen Job gemacht hat. Aber das hätte man sich alles viel stärker vereinfachen können, hätten wir ein Grundeinkommen vorher gehabt. Und diese Krisen werden weiterhin auf uns zukommen. Wir werden Überflutungen haben, wir werden Tsunamis bekommen, wir werden wahrscheinlich neue Kriege bekommen, neue Herausforderungen, und dafür brauchen wir ein Sozialsystem, was krisenfest ist und was sich anpassen kann an Herausforderungen. Ich würde dir ganz kurz eine Frage stellen unter dem Gesichtspunkt, damit die Debatte nicht einen leichten geisterhaften Charakter kriegt. Es ist enorm wichtig zu wissen, wer soll das Grundeinkommen bekommen und wie viel soll es sein, damit wir wissen, worüber wir hier reden, auch wenn wir über Finanzierung reden. Ja, okay. Also ich war damals an einem Finanzierungsmodell beteiligt, das heißt Transfergrenzenmodell mit Professor Pelzer aus Ulm, Entschuldigung. Und wir haben, das kann ich jetzt hier nicht genauer ausführen, vielleicht ist das Stichwort schon genug, also man kann zeigen, dass wir, da haben wir mit einer sozialen Abgabe gerechnet, um es nicht Steuern zu nennen, wegen der Steuerproblematik. Und man kann zeigen, dass bei einer gewissen Art von Abgabesätzen genug Geld in den Topf kommt, aus dem heraus wir das Grundeinkommen bezahlen, aber das sind eben zusätzliche Abgaben und es ist ein Nullsummenspiel. Es war ein Berechnungsmodell, was dem Staatshaushalt nicht zusätzliche Euros abverlangt. Das kann man machen. Ne? Ja, dann macht man es über eine Abgabe. Aber das heißt kein Grundeinkommen für alle, ne? Doch, es heißt am Monatsanfang Grundeinkommen für alle und am Monatsende in der Steuerberechnung wird es dann über Abgabesätze finanziert, genau. Also negative Einkommenssteuer? Ich nenne es nicht gerne so, weil es wirklich allen erstmal ausgezahlt werden muss und deutlich werden muss, es kriegen alle, aber es finanzieren wir auch. Ja, wir finanzieren es alle, die einen Euro verdienen über eigenhändige Arbeit oder Einkommen in einem weiten Einkommensbegriff der Einkommensteuer haben, dann Abgaben darauf zahlen. Das ist eine Möglichkeit. Wir können Transfergrenzenmodell heißt das. Wir haben aber auch andere Modelle. Also wir reden, damals haben wir gerechnet mit 800 bis 1000 Euro. Heute würde man 1000 bis 1200 Euro sagen. Also da bleibe ich Ökonomin und auch realistisch auf dem Teppich. Dass ich rede im Moment nicht von 1500 Euro. Mir ist schon klar, dass wir Inflation haben und dass diese Beträge immer neu ausgehandelt werden müssen. Aber mit einer Gegenfinanzierung ist das möglich und da tragen wir alle zu bei. Man kann auch neue Steuern erfinden. Man kann bestehende Steuern umgestalten. Das hängt davon ab, wie stark der Umverteilungseffekt sein soll, den man damit erreichen möchte. Da gibt es ja unterschiedlich stark besteuernde Modelle. Ne? Also Stefan, da ist Ute wahnsinnig nah bei dir.
Ja? Negative Einkommensteuer, Transfergrenzenmodell. Ja? Wir reden hier im Fahrwasser einer Idee, die zwar sehr alt ist, aber berühmt geworden ist durch Milton Friedman. Knallharter Liberaler, Chicago Boy, ja, der damit die Armut bekämpfen wollte. Ja? Also das ist jemand, der Liberalen zu hart ist. Ne? Also heutigen Liberalen sozusagen zu, wie soll ich das sagen, zu radikal und zu unerschrocken. Also wo jeder Liberale heute sagt, naja, so sind wir ja nun nicht. Da müsstet ihr auch doch jetzt ganz nah zusammenkommen können. Ich habe ja schon gesagt, dass Sie, glaube ich, in vielen Punkten gar nicht so weit auseinander sind, was die Frage angeht. Mit der negativen Einkommensteuer ist man da, also das, was wir unter Bürgergeld traditionell als Freie Demokraten verstehen, ist man da gar nicht so weit weg davon. Insofern lassen sich da möglicherweise Annäherungen und Überschneidungen und auch Entwicklungen in diese Richtung sozusagen befördern. Nur will ich darauf hinweisen, sozusagen so wie das Thema in manchmal diskutiert wird, wird es als Kampfthema wahrgenommen, als Profilierungsthema, als Entweder-Oder-Thema. Ich erlebe das in vielen, ich sehe das Kopfschütteln sozusagen, wir können ja gleich uns austauschen darüber. Und das haben wir in vielen Fällen, also in der politischen Debatte, dass sozusagen man sich sozusagen entweder oder bewegt. Und in einer Annäherung, in einer konstruktiven Debatte, glaube ich, dem widersprechen wir gar nicht. Und deshalb will ich das, also ich glaube schon, dass der Begriff bedingungsloses Grundeinkommen hat schon den Charakter eines politischen Kampfbegriffs bekommen. Das ist das, worauf ich hinaus will sozusagen. Und das macht natürlich die politische Debatte in der politischen Realität schwer. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft angesichts der großen Probleme, vor denen unser Sozialstaat steht, insbesondere unsere Rentenkassen, die jedes Jahr mit über 100 Milliarden Zuschuss werden, überall Debatten über das bedingungslose Grundeinkommen bekommen. Und dann werden wir sehen, es gibt so unglaublich viele Facetten und Vorstellungen zum bedingungslosen Grundeinkommen, sodass vielleicht das Geheimnis darin liegt, dass was wir jetzt sozusagen als imaginäre Frontstellung empfinden, eine linksutopistische Idee auf der einen Seite und ein liberaler Pragmatismus auf der anderen Seite, sich auflösen, wenn wir in eine Dilemmasituation kommen, wo wir sagen, wir werden es ohnehin in diese Richtung umbauen müssen und dann ist nur die Frage, wie und auf welche Weise. Und ich könnte mir vorstellen, dass die verschiedenen Vertreter der Grundeinkommensfraktionen sich irgendwann genauso antagonistisch gegenüberstehen, wie jetzt diejenigen, die dafür und die, die dagegen sind. Also ich glaube, diese Debatte wird sich enorm verschieben. Jetzt machen wir einen kleinen Break, wir kommen aufs Grundeinkommen zurück und öffnen das Forum für die Plädoyers zur Zukunft der Bildung. Und ich denke, wir werden sehen, beide Themen hängen auch eng miteinander zusammen. Ja. Also sie hängen enorm zusammen, weil für beide, also ich bin ein bisschen heiser, aber es wird gehen, für beide gilt ja, dass sie in ihrem Hintergrund heimliche oder auch offene Selbstgespräche der Gesellschaft darüber sind, wie wir leben wollen. Bei der Bildung verstärkt noch, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Und wenn wir über Bildung reden und diesen Hintergrund nicht sehen, dann ist es sehr bezeichnend, auch für die Situation. Und vielleicht sollte ich sagen, dass wir in unserer Werkstatt etwas abweichend uns von Anfang an entschlossen haben, nicht so sehr im Hinblick auf Plädoyers zu arbeiten, sondern sehr viel von der interessanten Praxis hineinzubekommen. Deshalb haben wir 5 Menschen eingeladen, die ihre Praxis bezeugen, ihre wirkliche Praxis, ihre sehr unterschiedlichen Geschichten mit dem Ziel, gewissermaßen eine gemeinsame Grammatik dieser Geschichten herauszuarbeiten. Ich deute eben kurz an, was das war. Wir werden das auch, die Ergebnisse auf die Homepage hier der Konferenz noch stellen, auch mit Links zu Filmen, die das noch genauer anschaulich machen. Da war zunächst Wambo Lemenzel, der ein Freund der Utopiekonferenz auch in den letzten Jahren war, der Architekt ist und noch viel mehr, an dem deutlich wurde, dass der Sinn von Bildung ist, eine Biografie nicht nur zu haben, sondern zu sein. Und sein Ding zu finden. Und was heißt es, sein Ding zu finden? Dazu braucht man eine Umgebung von Gelegenheiten und eine Umgebung, die freundlich ist.
Wir hatten dann, das passte ganz dazu, die famose Neurobiologin, Hirnforscherin Franka Parian, die an der berühmten Max-Planck-Studie mitgearbeitet hat, die gefragt hat, was unterscheidet die menschlichen Menschenaffen von den anderen Menschenaffen. Und bisher war die vorherrschende Meinung, dass wir Werkzeuge gebrauchen. Das Ergebnis war, der Unterschied liegt darin, dass wir zusammenarbeiten, spielen und teilen. Und das Interessante ist, dass man dieses an Kindern beobachten kann, an vielen Erwachsenen nicht und bei denen, die ein BWL-Studium hinter sich haben, schon gar nicht. Sozusagen, da schüttelt einer den Kopf, ich vermute der... Plausibel an, aber gut. Okay. Naja, das könnte man noch erläutern nachher. Man könnte auch sagen, und das geht aus, und das ist sehr ermutigend, aus einer Fülle empirischer Studien hervor, dass wir eigentlich viel besser sind, als wir handeln und glauben zu sein. Also was zum Beispiel die Bereitschaft zum Teilen betrifft, was die Zusammenarbeit betrifft. Das kann jetzt hier im Augenblick nur eine Andeutung sein. Dann hatten wir zwei Zeugen, deren Arbeit in die Richtung geht, die eine gewisse Grundierung bei uns war und worauf es hinausläuft, wo ich gleich noch was sage. Wie wäre es denn, wir würden Bildung als eine Art Basislager ansehen? Ein Basislager, von dem aus Expeditionen in die Welt gemacht werden. Ein Basislager, in dem sozusagen die Anknüpfung an das Menschenpassende oder Artgerechte, wie es Franka skizziert hat, herrscht. Also die übliche Schule sagt ja, wir lernen fürs spätere Leben. Was wir jetzt machen, ist eigentlich alles nur Simulation der Welt mit Worten und dann wird merkwürdigerweise in dieser Simulation mit harter Munition geschossen. Im Basislager wird nicht geschossen. Man macht Expedition und kehrt zurück. Also zwei Sachen, die dem sehr nahe kamen, ist eine der deutschen bekannten Schulen, die auch den Schulpreis bekommen haben, die Montessori-Oberschule in Potsdam. Die haben ein Glück gehabt, man muss immer auch Glück haben. Sie bewirtschaften ein Grundstück an einem See, Schlenitzsee, wo die Schüler der 7. und 8. Klassen, also in den Pubertätsjahren, eine Woche im Monat sind. Und was sich dort ändert, ist nicht das, was man abprüfen kann, sondern was man vielleicht am besten mit dem Wort Haltung nennt. Also eine Liebe zu den Dingen, dass die Dinge folgenreich sind, dass man etwas zu Ende bringt. Peter Fraton aus der Schweiz, ein Lehrer, der nach 8 Jahren Schuldienst vor 40 Jahren den Ausstieg gefunden hat und Schulen gegründet hat. Es gibt Schulen, die sich Haus des Lernens nennen, von ihm initiiert, derzeit 14 in der Schweiz und 140 in Deutschland, die davon infiziert sind. Unter anderem die famose Alemannenschule im Schwarzwald in Wutöschingen, die dafür auch den Deutschen Schulpreis bekommen hat. Ein kurzes Schlaglicht, dass man sich das vorstellen kann. Diese Schule in Wutöschingen stand vor 8 Jahren kurz eigentlich vor ihrer Schließung. Eine Hauptschule, die aus Gründen der Regionalpolitik überflüssig oder ersetzbar schien. Dann gehörte sie zu den 40 sogenannten Starterschulen in Baden-Württemberg als Gemeinschaftsschulen, hat inzwischen eine Oberstufe, in diesem Jahr den ersten Abiturjahrgang mit weit überdurchschnittlichen Ergebnissen, also man muss nicht an all diese Ergebnisse glauben, aber es ist ja interessant, des Landes die Abiturienten entlassen. Eine Schule, da werden viele sagen, wo in der Oberstufe und jetzt auch zum Teil in der Mittelstufe jeder Schüler einen Schlüssel für die Schule hat und sie an 24 Stunden, 7 Tage die Woche benutzen kann. Das haben sie von der Schweiz gelernt. Und das Interessante ist, dass in den über 30 Jahren in der Schweiz mit vielen dieser Schulen kein Zwischenfall bekannt wurde. Und wie sich da die Haltung geändert hat, das kann ich jetzt nicht erläutern, aber das ist wohl das, worum es geht. Und zum Schluss hatten wir einen regelrechten Knall. Da kam nämlich
der Schulleiter eines Gymnasiums aus Hamburg, des Marion-Dövenhoff-Gymnasiums in Blankenese, der zugleich Vorsitzender der Gymnasiallehrer-Schulleitervereinigung ist, und erzählte von der brutalen Situation derzeit in Hamburg mit neuen Bildungsplänen, die in der Diskussion sind. Man muss sich mal vorstellen, diese neuen Bildungspläne brauchen 3500 Seiten. Das ist schon klar, die soll niemand lesen. Das geht ja gar nicht. Aber am Ende steht, dass alle wirklich weitgehend, ich vergröbere jetzt, freiere Form, also zum Beispiel statt Klausur, Projektarbeit und so weiter, weicht einem sehr viel strengeren Prüfungsraster bis hin, dass für zum Abitur man in den einzelnen Fächern 50 zentrale Stichwörter nennen kann. Und das ist sozusagen die Spitze der Bluffschule, die dort gefordert wird. Also man kann ja vielleicht ohnehin sagen, dass in den allermeisten Schulen gibt es zwei Hauptfächer. Das eine Hauptfach heißt Durchkommen und das andere heißt intelligent gucken und keine dummen Fragen stellen oder eben bluffen. Man kann diese beiden Fächer auch zusammenlegen. Und der Rest sind, füllen das mit Stoff. Also Richard und ich, wir haben ein paar Mal darüber gesprochen, dass man, dass Lehrer einen Eid schwören sollten, das Wort Stoff den Dealern zu überlassen. Das würde schon ein bisschen was ändern. Und dieses, das vielleicht zum Schluss dessen, was ich jetzt in dieser Zeit noch sagen kann, diese Situation in Hamburg treibt etwas auf die Spitze. Nämlich treibt auf die Spitze eine Politik, wo, das kann man, glaube ich, ohne zu sehr zu verfälschen, so sagen, ein Schulsenator erpicht darauf ist, bei den nächsten PISA-Ergebnissen ein paar Punkte mehr zu haben. Das stellt die Grundidee von PISA, wie ich meine, auf den Kopf. Es geht nämlich nur um eine Erscheinungsform, dass man halt sozusagen ein sprödes, Multiple-Choice-fähiges Wissen hat, das man dann abliefern kann. Und was wäre das Gegengift? Darüber haben wir kurz gesprochen. Wie wäre es denn, wenn sich Schulen verpflichten, Prüfungen, Klausuren, Ähnliches, frühestens in einem Mindestabstand von einem Vierteljahr dazu, dass es durchgenommen wurde, abzuhalten, um zu sehen, was ist wirklich verstanden oder anverwandelt worden. Und vielleicht noch mal ein zweites Mal nach zwei Jahren, da würde die Schule sehen, was ihre Wirksamkeit ausmacht und darüber sprechen. Derzeit haben wir scheinbar zum Schutz der Schüler die Vorschrift, dass die Prüfungen einen kurzen Abstand haben sollen. Weil alle wissen, dass anschließend die Festplatte gelöscht wird, um den nächsten bulimischen Akt zu treiben. Ja. Ich habe dann doch mal mein Heft mit vorgenommen, nachdem mir so tolle Plädoyers schon abgehalten wurden. Ich würde an das, was Reinhard jetzt schon alles skizziert hat, nochmal anknüpfen, zusammenhängend mit der Frage, die ich mir gestern am Denken an dieses Gespräch hier gestellt habe, die da wäre, warum braucht die Schule von morgen ein Grundeinkommen, ohne jetzt Dinge vorwegnehmen zu wollen, und warum braucht wiederum ein Grundeinkommen die Schule von morgen? Und daran würde ich gerne anknüpfen. Nun ist es ja so, dass wir heute in einer Welt leben, die zum einen über eine potenziell steigende Hochgradigkeit an Automatisiertheit und Digitalisiertheit verfügt und zum anderen auch über eine potenziell steigende Hochgradigkeit an komplexen Problemen und sozialen systemischen Krisenzuständen verfügt. Und nun ist ja auch bekannt, dass der bisherige empirische Erkenntnisstand und auch eine Form von numerisch konstantem Denken und Handeln nicht ausreicht, um diese Krisen zu verstehen und zu lösen. Sondern dass es dazu vielmehr ein kreativ agiles Vorgehen und Denken und eben vor allem auch ein vernetztes Vorgehen und Denken braucht. Nun wird in unseren Schulen jedoch eine Art von Wissen und auch eine Art von Weise
eine Art und Weise gelehrt, die eben nicht vorrangig auf Kreativität, Agilität und Vernetztheit sich ausrichtet, sondern vielmehr nach Prinzipien von Vorgabe, Eingabe und Wiedergabe funktioniert. Und damit könnte man meinen, viel mehr Maschinen produziert und bedient, als Menschen dabei unterstützt, ja, Menschwerdung und Weltbewältigung zu beschreiten. Nun wissen wir aber auch, dass wir Maschinen genug haben und das industrielle Zeitalter vorbei ist und dass das Zeitalter, in dem wir heute leben und die potenziell noch bevorstehenden, ja eben auch Schüler brauchen, die wir bei eben dieser Menschwerdung unterstützen, anstatt ihnen auf hochgradig aufwendige Weisen das Menschsein auszutreiben und sie zu Maschinen werden zu lassen. Und Reinhard hat ja vorhin auch schon auf unsere, ja, eine unserer GästInnen, Franka Parian, verwiesen, die uns auch auf empirischem Wege aufgezeigt und erklärt hat, warum wir Menschen eigentlich, wie wir Menschen eigentlich veranlagt sind und dass es tief intrinsisch, ja, gewollt ist, dass wir kooperieren, gewollt von uns selbst und unseren Anlagen. Kooperieren heißt vernetzt denken und handeln. Genau. Und wir brauchen in unserer Welt auch Menschen, die vernetzt denken und handeln und eben auf hochgradig bewegliche und hochkomplexe Systeme Antworten finden können und das auch nur gemeinsam finden können mit einer Vielzahl von Köpfen. Und jetzt möchte ich zurückkommen zu meiner eingangs aufgezeichneten Frage. Warum braucht die Schule von morgen ein Grundeinkommen? Es ist ja so, dass heutzutage dadurch, dass immer noch eine Kopplung zwischen Existenz und Einkommen durch Erwerbsarbeit besteht, ihr Leben, ihr tägliches Leben dem widmen, zu überleben. Damit können wir aber nicht in einen Horizont weiterschreiten, indem wir uns gemeinsam über komplexe Themen Gedanken machen und über die Lösungsfindung derer. Wenn wir aber gleichzeitig ein Grundeinkommen hätten, wären wir vielleicht das erste Mal seit sehr langer Zeit in einer Gesellschaft, in der die Menschen wirklich die Wahl hätten, Nein zu sagen. Das hieße aber auch, dass die Menschen, die Nein sagen könnten, vielleicht Menschen sein sollten, die in der Schule bereits wieder, denen die Lebensfreude und die Gestaltungsfreude nicht ausgetrieben wird, sondern die darin begleitet und unterstützt werden, eben diese zu entfalten und dann Spaß daran haben, sich zu beteiligen und sich zu vernetzen, an unserer Welt zu gestalten. Wenn wir aber Schüler erziehen, die lernen, sich in Wettkämpfe zu begeben und dann Ellbogen rechts, links raus und blind für alles andere dem größten Stück Kuchen hinterher zu rennen, dann ist vielleicht das größte Stück Kuchen irgendwann auch, ja, wenn ich jetzt Geld kriege und dafür nichts tun muss, ja, dann nehme ich das vielleicht auch. Wenn wir wiederum aber in ein Bewusstsein eintreten, das grundlegend wahr und vorhanden ist, dass alles verbunden ist und es für mich kein Glück gibt, wenn alle um mich herum glücklich sind, es für mich also überhaupt kein Stück Kuchen gibt, wenn gar kein Kuchen da ist, dann leben wir in einer anderen Welt. Ja, ganz lieben Dank. Stefan, du hast das gehört. Ich fasse mal sehr frei zusammen. Die Kernthese, die dahinter steht, besteht ja darin zu sagen, dass die Schulen, wie wir sie jetzt mehrheitlich vorfinden, von einigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, Schulen sind, deren Systemarchitektur aus dem 19. Jahrhundert stammt, als die Aufgabe der Schulen eine andere war als heute. Nämlich die Aufgabe darin bestand, den Nationalstaaten gut funktionierende Bürger hervorzubringen. Und Bürger bedeutete in erster Linie auch Arbeitskräfte. Deswegen gab es halt eine Volksschulbildung, die halt nur für die Arbeiter war. Und dann quasi ähnlich, wie man sich das vorstellen muss, nach der Offizierslaufbahn. Ja, das ist also sozusagen die Gefreitenlaufbahn für alle, war die Volksschule. Die Unteroffizierslaufbahn war die Realschule, da wurde man für die Schreibstube ausgebildet und dann gab es so die ganz, ganz, ganz kleine Elite, die man hatte, um die Juristen und Ärzte und so hervorzubringen, gab es das Gymnasium. Und der eigentliche Sinn dessen, was man in der Schule lernen sollte, war zu funktionieren.
ja, so zu funktionieren, wie das für diese Berufsrollen vorgesehen war. Das ist eine Architektur, die wir in diesen Grundfesten nicht verändert haben. Da stimmt das Notensystem her und so weiter. Jetzt stehen wir, Laura hat das gerade gesagt, vor großen Herausforderungen, ja, den größten der Menschheitsgeschichte, ja, angesichts der ökologischen Katastrophe. Wir müssen vernetzt denken, wir müssen unglaublich viel über die Welt wissen, müssen aber gleichzeitig wahnsinnig gut mit uns selbst umgehen können. Wir müssen diese Teamfähigkeits- und Kooperationsfähigkeiten haben. Wir müssen vernetzt denken und so weiter, sodass sich ja die Frage stellt, ist diese Systemarchitektur der Schule für das 21. Jahrhundert überhaupt geeignet? Nun hat man sich ja auch, ich will das gar nicht parteipolitisch sehen, aber auch in der Partei, Gedanken darüber gemacht, Konzept Bürgerschule und so weiter. Ich will eigentlich von dir persönlich wissen, wenn du dir Schulen wünschen könntest, nach dem, was du jetzt auch gehört hast an Kritik am Bestehenden und Aussichten auf etwas Besseres, was für Schulen würdest du dir wünschen? Ich würde mir Schulen wünschen, die die jungen Menschen befähigen, sozusagen den Herausforderungen gerecht zu werden. Also ich würde mir weniger Schulen wünschen, die sozusagen auf die reine Wissensvermittlung ausgerichtet sind. Ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil auch. Also das gehört, glaube ich, dazu. Ohne Wissen kann man auch die neuen Herausforderungen nicht angemessen begegnen. Also das wird, glaube ich, immer ein Bestandteil mit sein müssen. Auch übrigens, um bestimmte Berufe ausüben zu können, wird ein bestimmtes Wissen vorhanden sein müssen. Aber dass wir eher sozusagen die Fähigkeiten, Probleme zu lösen, in den Vordergrund stellen müssen, als sozusagen das reine, es ist ja beschrieben worden, das reine Multiple-Choice-Abfragen etwa, wenn man es Bezug war ja auf PISA. Nee, das kann ich selber bestätigen. Ne? Man schafft das dann und dann nach ist es dann wieder weg. Ne? Also insofern kann ich da sehr gut anknüpfen und sehe das auch, dass wir mit diesen jetzigen Schulformen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube auch, dass da mittlerweile das gesellschaftlich, also auch wieder zu dem Punkt, ist das Utopie oder kriegt man das eigentlich in die reale Politik auch übersetzt, dass da der Anknüpfungspunkt eigentlich da ist. Wir hatten jetzt jüngst, vorgestern war in Niedersachsen eine Umfrage auch zu der Frage, bereiten denn die Schulen die jungen Menschen eigentlich auf das Leben eigentlich vor? Und die Mehrheit der Befragten hat, glaube ich, zu 70 bis 80% gesagt, nein. Ja, also das ist, glaube ich, auch in der Gesellschaft breit erkannt, dass dieses Schulsystem, so wie wir es jetzt pflegen, nicht mehr zeitgemäß ist und dass es sozusagen, ich sage mal, offener, eher auf Fähigkeitenvermittlung ausgerichtet sein muss. Also sehr einverstanden mit der Frage, Teamfähigkeit in den Vordergrund zu stellen, also das finde ich auch wichtig. Wobei ich ein bisschen widersprechen möchte bei einem Wund, um es nicht gleich zu harmonisch zu machen. Ne? Ist ein Punkt, also meine Kinder sind jetzt von der Schule gegangen, ich habe nicht wahrgenommen, dass sie sich als Maschinen oder so empfinden. Ne? Also, oder die Lebensfreude ihnen genommen wurde in der Schule, das kann ich nicht behaupten. Also die sind jetzt gerade 18 und 20 ich glaube... bei allen Anstrengungen des staatlichen Bildungssystems, meinen Sie. Ja? Also insofern ist das, glaube ich, eine zulässige, aber etwas zugespitzte Sichtweise. Ich glaube, die das jetzt auch nicht den Schulen auch nicht ganz gerecht wird, weil wir es da ja auch mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun haben, die diese Themen auch sehen. Ne? Die sind ja völlig in ihren Lehrplänen gebunden, müssen das abarbeiten, haben wenig Spielräume, um mal flexibler Unterricht zu machen, um auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Das sind alles Themen, die müssen, finde ich, sehr, sehr schnell angegangen werden. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, dass uns das so gelingt, wie das sein müsste. Warum nicht? Was macht das so schwierig? Ja, weil wir hier in einem extrem bürokratisierten Prozess uns befinden. Alleine wenn man sich die KMK anguckt, ich glaube, das muss man sich mal vorstellen, das ist eigentlich nur eine Koordinierungsstelle, sollte es ursprünglich sein, das haben wir in anderen Ministerbereichen auch. Es gibt die Umweltministerkonferenz und es gibt die Kultusministerkonferenz. Die KMK hat mehrere hundert Mitarbeiter. Das kennen diese anderen Ministerkonferenzen gar nicht, die sich sozusagen wechselseitig dann versuchen, irgendwie das Schulsystem in Deutschland irgendwie zu harmonisieren. Das ist für mich schon ein Indiz dafür, dass wir eine sehr, sehr starke bürokratische Durchdringung der Schule haben. Und das macht es erfahrungsgemäß sehr, sehr schwer, Dynamik durch politische Entscheidungen reinzubekommen. Und das ist also...
Ich sage jetzt das Wort, mir hat gestern kürzlich ein Journalist gesagt, das sei sozusagen ein schönes Politiker, es bedarf einer politischen Kraftanstrengung, ja, also es ist einer konzertierten Aktion wirklich am Ende, da einen Hebel anzusetzen, und das muss sozusagen mit nachgehalten werden, weil sonst sind alle politischen Vorhaben, wir können das, gibt es an verschiedenen Beispielen, die politisch gewollt sind, aber am Ende nicht politisch nachgehalten und durchgesetzt werden, und ich unterstelle den einzelnen Menschen keine bösen Absichten, aber durch Strukturen und durch etablierte Denkweisen stoßen neue Ideen, auch politische Ideen, selbst wenn alle Parteien sich einig wären, an faktische Grenzen, und das kostet dann sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr mühsam. Heißt nicht, dass man das nicht angehen soll, ne? Ist jetzt kein Plädoyer dafür zu sagen, geht nicht, will nur sagen, man muss sich dessen bewusst sein, dann kann man auch aufbrechen, indem man, aber das ist ein dickes, sehr, sehr dickes Brett, das berühmte dicke Brett. Ich freue mich, dass du das sagst, ich sehe das zu 100% genauso wie du. Ich glaube, der größte Gegner der Veränderung der Schulen ist nicht immer unbedingt der politische Wille, wie man als Erste denken sollte. Es ist noch nicht mal der Föderalismus, an dem zwar einiges problematisch ist, aber nicht alles, sondern das größte Problem ist die bürokratische Erstarrung eines Systems. Und jetzt habe ich aus der Komplexitätsforschung, weiß ich, dass jeder Versuch, Komplexität zu reduzieren, Komplexität erhöht. Und ich habe immer das Gefühl, jeder Versuch, Bürokratie abzubauen, erweitert Bürokratie. Und deswegen sozusagen aus der Sicht jemand, der an der Schnittstelle zur Praxis hier operiert, wie fällt dir irgendetwas dazu ein, wie man diesen irrsinnigen Wasserkopf an Kultusbürokratie, der die Spielräume der Schulen zu stark einengt, wie man dagegen was tun kann? Ja, ich habe so ein vielleicht ein idealisiertes Bild, aber ich habe eins, weil wir durchaus, jetzt muss ich hier euch leider in die niedersächsischen Tiefen hineinführen, wir haben es ja mal geschafft, eine ganze Verwaltungsebene abzuschaffen, ja, also die Bezirksregierung. Das ist ja auch nicht einfach, ne? In einem Land eine ganze Ebene. Jetzt kann man darüber streiten, ob das jetzt in jedem Fall klug war oder nicht, geschenkt. Ne? Das war vor 10 Jahren ungefähr. Das ging, weil das Kabinett und die das Kabinett tragenden Fraktionen und Parteien sich einig waren, das ist jetzt wirklich ein Top-Thema, und man im Kabinett sozusagen die Kompetenzen bei einer Person gebündelt hatte, die echte Durchgriffsbefugnisse hatte, und zwar in der ganzen Reihe, und die entsprechend robust ausgestaltet war von ihrer Persönlichkeitsstruktur, das auch entsprechend durchzusetzen. Und das ist für mich immer zumindest ein Bild, was ich im Kopf habe, ich weiß nicht, ob das 1:1 zu übertragen ist, dass man was machen kann, wenn der politische Rückhalt da ist. Alternativmodell, was wir allzu oft bei Regierungen sehen, ist für mich eine reale Lösung, aber keine gute Lösung oder die zweitbeste Lösung. Eine Koalitionsregierung verständigt sich auf die Vergabe bestimmter Ministerien. Ja, gibt Partei A, kriegt meinetwegen das Kultusministerium, und dann sollen die mal machen. Klappt nicht. Klappt nicht, wenn nicht die gesamte Regierung das trägt. Wenn gesagt wird, das ist dann meinetwegen ein grünes, ein gelbes oder ein rotes Projekt, was die da machen, und die anderen ziehen sich zurück und sagen, naja, ich konzentriere mich mal auf die Umweltpolitik, ich konzentriere mich auf die Energiepolitik, lass doch mal die Kultusministerin oder den Kultusminister das irgendwie machen. Wenn das nicht eine gemeinsame Sache ist, die von dem Kabinett und vom Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin getragen wird, ist das zum Scheitern verurteilt. Weil wir dann sind wir in Rhythmen, übrigens, das ist auch ein Problem in der, ich glaube, gerade in der Bildungs- und Wissenschaftspolitik, dass wir dann oft dieses Denken in Legislaturperioden haben, ja, weil viele der Prozesse, die wir eigentlich anstoßen müssten, davon, die werden erst die Erfolge und die Vorteile werden erst möglicherweise über Legislaturperioden hinausgehend sichtbar, werden also zum nächsten Wahlkampf nicht irgendwie hervorgehoben werden können, und man wird davon nicht als politisch profitieren. Das ist ein systematischer oder systemischer Nachteil, den man da hat. Das kommt noch erschwerend hinzu. Heißt aber nicht, das ist wirklich nicht als, ich will nicht hier pessimistisch rausgehen, heißt aber nicht, dass man das liegen lassen darf, sondern man muss es angehen und eigentlich ein gemeinsames Verständnis und dann sagen, wir wollen das, ja, gemeinsam. Dann hat man echt einen Erfolg. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht eine notwendige Bedingung für einen Erfolg. Einer, willst du was sagen? Ja, also ich glaube, dass wir jetzt die Stunde oder mehrere Stunden haben, wo die Initiative von unten kommen muss oder wo sich eine Öffentlichkeit erregen und auch aufregen muss. Also wenn man sieht, was Sie gerade sagten, 80% oder 70-80% sagen, die Schule ist eher nicht fürs berühmte Leben. Oder kürzlich eine sehr fundierte Befragung von Schulleitern, was wollen Sie? 74% haben
fast kulturrevolutionäre Punkte angekreuzt. Aber sie tun es nicht. Und das ist jetzt nicht moralisch. Darüber haben wir gestern auch mit Christian Grewert gesprochen. Er sagt, ja, ich komme jetzt in meine Schule und habe junge Lehrer, die stärker als die letzte und vorletzte Generation auf Work-Life-Balance bedacht sind, die sehr stark fragen, was soll ich tun, was darf ich machen? Und er sagt, wenn ich jetzt etwas dagegen mache, bin ich isoliert bei einem Teil der Lehrer, bei vielen Eltern. Und aber auf der anderen Seite haben wir diese andere Seite der Ambivalenz, ja, in vielen Fällen heute, dass die Menschen sagen, so geht es nicht weiter. Und dann machen sie weiter. Und was ich mir jetzt vorstelle in Richtung, was hieße Erregung einer Öffentlichkeit, dass wir Formen finden, dieses wirklich zu diskutieren. Also wir haben gestern im Anschluss an überlegt, ja, wir müssen in Hamburg jetzt und versuchen das auch ein oder zwei Tage auf Kampnagel dieses Thema machen. Mit großer Genauigkeit, weil sonst geht es auch nicht. Also wir gleiten natürlich zu schnell auch in moralische Reden ein. Also zum Beispiel zu sagen, nehmen wir das nur als ein Beispiel, es gäbe auch andere, machen wir das doch vielleicht mal so mit den Prüfungen ein. Das ist, muss man überlegen, ob 2 Monate oder 4 Monate sozusagen an einigen Stellen Akupunkturnadeln in den Bildungskörper treiben, mit der berechtigten Aussicht, dass dies den ganzen Körper verändert. Und dazu müssen wir uns verabreden. Das ist schwierig, aber möglich. Ich habe nur eine ganz... kurze Anregung, ja, zu eurer Aktion auf Kampnagel. Ich fände das großartig, wenn ihr dort auf Kampnagel den 2500-seitigen Lehrplan vorlest. 3500-seitigen in einer Dauerlesung vorlesen würdet. Ja. Würdest du mitlesen? Ich würde mich daran beteiligen und dann nehmt ihr 100 Leute, von denen ihr euch was versprecht, dass dann Publikum kommt und dann wird das einfach mal vorgelesen. Ja, das wäre sozusagen großartig. Das ist dann wirklich die letzte Lesung dieses Gesetzes. Ja, ich will das, will den Gedanken nochmal aufgreifen und unterstreichen, weil also wir neigen ja immer dazu, dass dann eine Debatte geführt wird über die neue Schule sozusagen, ne? Wie soll die Schule der Zukunft sein? Und dann wird der Anspruch erhoben, wir machen jetzt ein Gesamtkonzept. Und dieses Gesamtkonzept, das erarbeiten wir jetzt in monatelang oder jahrelanger Arbeit, konsultieren das dann auf allen Ebenen und dann fangen wir mal an umzusetzen. Da wissen wir, das wird nichts. Deshalb finde ich den Gedanken genau richtig. Ich glaube, den müssen wir in anderen Politikfeldern eigentlich auch anwenden, einfach mal zu machen. Ja, also solche Sachen mal auszuprobieren, voranzubringen. Deshalb glaube ich, dass das so der Gedanke dieser Nadelstiche, ich glaube, dass das Bild gefällt mir gut, dass man da einfach mal dann die Räume eben schafft, Freiräume schafft für die Schulen, die es machen wollen und machen können, um dann eben voranzugehen. Und dann wird man hervorragende Ergebnisse sehen, ich schwöre es. Also ich meine, an all diesen guten Schulen, wo die Schülerinnen und Schüler mehr machen können, da sagen selbst Leute aus der Schule, die sind so gut, obwohl wir weniger Unterricht machen. Sie trauen sich nicht zu sagen, weil wir weniger Unterricht machen. Was nur zeigt, welche Glaubensverstrickungen, um ein sehr schönes Wort, die Verstrickungen von dem ersten Gespräch mit Lessenich aufzunehmen, in welchen Verstrickungen wir sind. Und gestern in einem Gespräch kamen wir an den Punkt, ja, wie machen wir denn aus Verstrickung Netzwerke? Wow, jetzt kommen wir in die Phase der Bilder. Ich würde die Akupunkturnadel sehr gerne aufnehmen. Wie kriegen wir eine Idee, wie das Grundeinkommen jetzt eigentlich nach vorne gebracht? Die Frage stellt sich ja nun auch gegen Ende der Konferenz. Eine Nadel sitzt hier in Form von 2 Vertretern der Hamburger Initiative Grundeinkommen, auf das ich nochmal hinweisen will. Ihr könnt ruhig mal kurz aufstehen. Jawohl. Von den beiden hat die Konferenz dieses Zelt geschenkt, also mitgebracht bekommen, mit Abstimmungsmöglichkeiten und so weiter. Wer Interesse hat, gleich mal ruhig die beiden ansprechen. Denn wir kamen in der Werkstatt dazu, zu sagen, wir müssen in die Kommunikation gehen. Ne? So ein bisschen wurde die Problematik des Miteinanderredens ja vorhin in Ihrem Statement schon angesprochen. Kampfbegriffe bringen uns da nicht weiter, verhärten Fronten, das kann es irgendwie nicht sein. Also wie kriegen wir auch so eine große Idee,
wie das Grundeinkommen in die Praxis. Und wir haben in der Werkstatt natürlich über viele Schritte nachgedacht, kleine Schritte, schrittweises Vorankommen. Scheint widersprüchlich zu sein, wenn es um eine große Umwälzung geht. Aber wir haben viele Elemente des Grundeinkommens bereits, die uns gar nicht so auffallen. Also wo wir uns gewähren, dass wir bedingungslos Bildung bekommen, ohne dass dahinter ja einer steht und guckt, so, wir haben in dich investiert, lieber Schüler, bist du jetzt auch Steuerzahler geworden. Das tun wir alles nicht, sondern wir vertrauen da schon sehr stark oder wir machen auch keinen Bürgerschaftstest, bevor man Wahlen bestreiten darf oder so. Also Vertrauen ist eigentlich da. Wir gewähren uns bereits vieles und wie kriegen wir es jetzt in die Gesellschaft? Und ich habe die Idee von unten und oben. Also beides, ne? Bottom-up und Top-down muss gleichzeitig Hand in Hand gehen, weil ohne die Vertreterinnen in den Entscheidungsebenen kommen wir nicht voran. Und das ist dann vielleicht die Brücke auch zu Herrn Birkner nochmal. Wie machen wir es? Wollen wir uns nochmal treffen oder wie kriegen wir das hin, ne, dass wir es in den politischen Diskurs, auch in den Parlamenten stärker nach vorne bringen, dass sich Parteien trauen, diese Schritte zu gehen, die Potenziale ernsthaft zu bedenken, die darin stecken und dann wirklich schrittweise gucken, sind es einzelne Bevölkerungsgruppen, wo wir unstrittig sagen, wie bei Kindern oder bei den Senioren, die ihr Arbeitsleben hinter sich haben, wo wir alle sagen, die dürfen doch nicht arm sein am Ende ihres Lebens, nachdem sie so viel eingebracht haben. Ne, also da gibt es sicher Gruppen, es gibt vielleicht regionale Versuchsregionen, in denen man verschiedene Modelle ausprobieren kann und, und. Also da gibt es sicher schrittweise Möglichkeiten, zueinander zu finden. Ne? Ich freue mich aber auf deinen Input. Ich wollte auch gerade dich darum bitten, dass, weil ich mich sehr damit identifizieren konnte, mit dem, was du gesagt hast, mit Maschinendenken, weil zu meiner Biografie, spannenderweise, man könnte fast meinen, ich habe ein Lotto gesungen in allem, was irgendwie scheiße ist hier in Deutschland. Ich in einem Sonderschulesystem, dann halt mal groß geworden ist. Was ist Sonderschule? Sonderschule ist so, dass schwerhörige Menschen, ich bin gehörlos, schwerhörig auf die Welt gekommen und wir Sonderschüler wurden quasi in den Sonderschulen dazu erzogen, wie Maschinen zu denken. Wir werden darauf nicht auf das Leben vorbereitet und wir werden auf Behindertenwerkstätten vorbereitet. Meine Eltern mussten kämpfen, damit ich nicht in eine Behindertenwerkstatt abgeschoben werde, dass ich eine Ausbildung zum Buchhändler machen durfte. Dann hat das System dann meine Eltern dann dafür abgestraft überhaupt, denen vorgeworfen, dass das ja unmenschlich sei, einen Schwerhörigen in den Buchhandel zu schicken, weil das sind ja normalhörende Menschen. Also schon mit dem Bildungssystem fängt das schon so ein bisschen so das Klassendenken dann halt an, wo dann Menschen beigebracht wird, nicht selbstständig zu denken. Es hat lange gedauert, bevor ich überhaupt angefangen habe, den Mut zu haben, auch hier vorne zu sitzen und politische Meinungen zu äußern. Ne? Und das ist halt auch ein unmittelbarer Produkt des Bildungssystems. Sie hatten vorhin ein paar Sachen gesagt. Ich würde ganz kurz auf das den Begriff, den politischen Kampfbegriff. Da verkrampft sich immer bei mir sehr schnell alles, weil es ist ein Argument, den begegne ich sehr häufig in Fragen, also in sozialen Fragen. Also immer wenn es um soziale Verbesserungen gibt, erlebe ich, dass die Gegenseite sehr schnell den Begriff politischer Kampfbegriff benutzt, um das so ein bisschen zu delegitimieren. Für mich, Newsflash, soziale Fragen sind nun mal ein Kampf. Also wir haben die ganzen Verbesserungen. Deutschland, wie wir es heute haben, haben wir nicht, weil wir dann nur alles sehr harmonisch angegangen sind, sondern sind durch bitterharte, brutale Konflikte. Also ich bin froh, dass wir keine Zustände mehr haben, wie Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber die Arbeiterinnenbewegung, die ist durch Konflikte entstanden, die sind durch Kämpfe entstanden. Die 40-Stunden-Woche, wo wir vorher vielleicht die 60-Stunden-Woche haben, sind durch Konflikte entstanden. Die ganzen Sozialsysteme, die Versicherungen, die wir haben, sind durch Konflikte entstanden. Und da finde ich das immer sehr schade und sehr einfach gedacht. Ich meine, natürlich gibt es einzelne Menschen, die versuchen, sich damit zu profilieren, aber in der letztlichen Konsequenz ist es eben nicht so, dass wir das irgendwie durch einen friedlichen Weg erreichen werden. Und da muss auch Druck gemacht werden und da müssen auch wir als Gewerkschaften uns mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ein bisschen ernsthafter auseinandersetzen, weil wir uns nun mal in Krisenzeiten befinden. Weil da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, weil Sie irgendwie, ich kann das jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber Sie meinten ja im Prinzip die Frage, ob das überhaupt fair ist. Ich finde, ja, weil es ist nicht fair, dass jetzt in den letzten 2 Jahren im Lockdown, wer hat denn am meisten gelitten? Das sind die Menschen im Gesundheitssektor, das sind die Menschen, die im öffentlichen Verkehr unterwegs waren, die diese Corona-Krise in allererster Linie abbekommen haben, aber dann kaum Unterstützung dann entgegenkam. Und da sehe ich das bedingungslose Grundeinkommen, die Debatte darüber, dass wir da die Chancen haben, soziale Gerechtigkeit ein bisschen mehr etablieren zu können. Und die Liste kann man ja endlos weiterführen. Das gilt ja auch für das Bildungssystem. Ne? Wir haben dann Lehrkräfte, die bis zur Grenze der Erschöpfung dann in der Corona-Krise irgendwie versuchen, Unterricht zu ermöglichen. Also ne, das sind riesengroße Baustellen und da finde ich, müssen wir uns dem dann auch gegenstellen und dann zu sagen, politischer Kampfbegriff. Okay. Ja.
Also zwei Gedanken dazu. Erster Gedanke, ich glaube oder denke nicht, dass sozusagen das Grundeinkommen die einzige Antwort auf die Fragen ist, die Sie aufgeworfen haben, mit Blick auf die Situation im Gesundheitssystem, auf die Lehrkräfte und so. Also, ne, also ich, so würde ich es jetzt nicht verstehen wollen, dass sozusagen eine Skepsis und Ablehnung des Grundeinkommens bedeuten würde, man würde diesen Menschen jetzt nicht, nicht anerkennen und nicht auch irgendwie zeigen und auch von mir aus finanziell zeigen, was sie in der Pandemie geleistet haben. Also das ist nicht zwingend verbunden. Man kann es verbinden, aber es ist, glaube ich, nicht zwingend verbunden. Das ist die eine Anmerkung. Die zweite Anmerkung, das genau das, was jetzt offensichtlich passiert ist, war nicht nämlich meine Intention sozusagen, war nicht die Absicht zu sagen, das ist ein Kampfbegriff und das damit diffamieren. Das gerade nicht. Sondern ich will auf einen Umstand hinweisen, den ich so erlebe, dass gewisse Dinge als Kampfbegriffe wahrgenommen werden und dazu führen, dass der Diskussionsraum automatisch eingeengt ist. Es wird bei euch, bei Ihnen in der Gewerkschaft nicht anders sein, dass man natürlich auch innerparteilich oder innergewerkschaftlich Mehrheiten gewinnen muss. Und da ist eine differenzierte Betrachtung beim Thema Grundeinkommen, ja, weil was ist ja erstmal nur ein Begriff, was dahinter im Detail steckt. Keine Ahnung, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten, bei denen man vielleicht sagt, bei dem einen Punkt ist man eher anschlussfähig als beim anderen Punkt. Es wird aber natürlich, und das ist sozusagen das in einem Antagonismus gesehen oft, und dann ist es für mich sozusagen die Kategorie eines Kampfbegriffs, der sofort dazu führt, dass innerparteilich und innergewerkschaftlich, ich vermute mal, es wird nicht anders sein, gewisse Sachen sofort dazu führen. Auf gar keinen Fall. Da reden wir gar nicht drüber. Wollen wir, also um Gottes Willen, ja, geht gar nicht. So, das heißt, diejenigen, die für die offen sind, haben nach außen Zweifel, weil sie sagen, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt was welche von uns wollen, will aber drüber nachdenken, bin offen und kriegen von innen den Druck und sagen, auf gar keinen Fall, du gehst da der politischen Linken auf den Leim, und eigentlich ist das eine völlig illiberale Idee. So, in dem Spannungsfeld. Und das ist sozusagen ist immer nur mein Plädoyer bei der Frage, wie wir politisch debattieren, wir haben das in anderen Bereichen auch, dass das sozusagen Dinge, auch aus politischer Kommunikation manchmal nachvollziehbar, sozusagen so hochgezogen werden, sodass es politische Kampfbegriffe sind und damit ist die Debatte, und da ist keiner besser. Ich sage nicht, dass wir da besser sind als andere, ne? Also das gibt es in jedem Feld, von jeder Seite, und das macht die Diskussionsräume eng und schwierig. Ja? Das ist das, was ich damit sagen wollte. Ich wollte es nicht jetzt diffamieren, ich wollte nur darauf hinweisen, weil ja die Frage war, wie kommt man denn auch weiter bei solchen Debatten, und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Und dann geben sich vielleicht neue Räume. Ich wollte nochmal auf das Bild von der Maschine und auch der Vernetzung eingehen, weil das hier jetzt so ein bisschen Figur waren, die sich durchgezogen haben. Und es ging ja auch vorhin um dieses, kommt es jetzt von unten oder von oben? Und ich würde sagen, ja, bottom-up, top-down und aus der Mitte raus, auf jeden Fall. Sie sind auf das Problem eingegangen, dass die Schulreform auch daran scheitert, dass verschiedene Parteien in verschiedene Richtungen gehen, statt irgendwie sich zu vernetzen, damit sich ebenenübergreifend und fundamental was verändern kann. Und ich denke, genau darauf soll dieses maschinelle Bild hindeuten. Wobei ich mich jetzt frage, eigentlich ist wahrscheinlich der Homo economicus, den wir entwerfen, wirtschaftswissenschaftlich die bessere Maschine als die Maschine selbst, weil Maschinen funktionieren vernetzt und alle Teile in einer Maschine sind vernetzt. Also vielleicht müssen wir das Bild auch verändern. Aber worum es geht, ist ja eigentlich, dass die Parteien, wie Sie vorhin beschrieben haben, und auch der Antagonismus, wie wir ihn hier in der Debatte eben erlebt haben oder aufgezeichnet haben, ja, in Getrenntheiten und in Konfrontationen denkt, wo wir in einer Welt leben, wo alles verbunden ist und wir vernetzt an Themen herangehen müssen. Mir bleibt nichts übrig, als mich zu bedanken, eine winzige Schlussbemerkung zu machen. Wenn die Krise nicht die richtige Zeit ist, um große strukturelle Veränderungen anzugehen, und wir jetzt in den letzten 10 Jahren von einer Krise in die andere gegangen sind, dann müssen wir uns vielleicht an den Gedanken gewöhnen, dass der Krisenmodus der Gesellschaft möglicherweise kein Interregnum ist, also kein Ausfall, sondern dass er der Dauerzustand der nächsten Jahrzehnte werden könnte. Und wenn das so ist, dann sind wir gezwungen, auch in der Krise grundsätzliche Veränderungen anzugehen. Applaus